merkt man sofort, wenn etwas sich gut verkauft, dann geht es nicht lang und es wird kopiert. Mein Name ist Martin Stadler. Ich bin der Gründer und CEO der Firma Stadlerform. Wir entwickeln Luftbehandlungsgeräte entwickeln und herstellen. Luftbehandlung, das sind Luftbefeuchter, Entfeuchter, Heizlüfter, Ventilatoren und Aromadiffusoren. Der Schutz des geistigen Eigentums ist für uns sehr wichtig. An vorderster Stelle ist da neben der Marke das Design. Und das Design schützen wir. Und das schützen wir auch weltweit. Und das ist sehr wichtig. Das Design hat ganz sicher einen Einfluss auf die Verkäufe, wo die Leute sagen, ja, ich habe jetzt das genommen, was mir besser gefällt. Das hört man oft und ich bin überzeugt, das ist natürlich unsere Grundauffassung, dass das funktioniert und dass es, wenn es nicht viel teurer ist, dass es dann ein gutes Design einen Unterschied machen kann. Die Gestaltung unserer Produkte erfolgt durch externe Designer. Das sind alles Schweizer, das ist bei uns ein Muss. Und die werden auch sehr stark mit dem Produkt in Bezug gebracht, auch für den Kunden ersichtlich. Das heisst, auf unserer Webseite sind die gut ersichtlich mit einer Würdigung und auf jeder Verpackung sieht man den Kopf des Designers, der für die Gestaltung verantwortlich ist, und der soll auch das Lob dazu bekommen. Das Design schützen wir sehr konsequent, mal grundsätzlich. Und zwar nicht nur die Produkte, die auf den Markt kommen, sondern bereits in der Entwicklungsphase fängt das an. Das heisst, wir schützen auch Projekte, die vielleicht nicht auf den Markt kommen, konsequent. Das ist für uns sehr wichtig. Wenn es mal eine Kopie gibt, und das gibt es halt leider immer wieder, dann hören wir das relativ schnell, dadurch, dass wir Distributoren haben in der ganzen Welt, in etwa 50 Ländern. Und wenn wir das hören, dann gehen wir gegen die Hersteller oder gegen die Kopie vor. Ob das jetzt in China ist, ob das in der Schweiz ist, das ist egal wo. Wir können überall etwas machen und das machen wir auch. Ja, wir haben vor gut einem Jahr haben wir einen neuartigen Aromadiffuser, der auch für Outdoor-Bereich ist, mit einem sehr coolen Design, so wie eine Laterne auf den Markt gebracht. Und der hat von Anfang an so eingeschlagen, dann ist es gar nicht lang gegangen und ich glaube, 5-6 Monate nach unserem Start haben wir die erste Kopie entdeckt, an einer Messe in Deutschland, nachher an einer Messe in Chicago. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen und über den Anwalt in China haben wir die Firma stoppen lassen. In der Schweiz haben wir leider auch schon Fälle gehabt. Zwei Fälle eigentlich. Ein Fall hat eine Möbelkette ein Produkt aufgenommen, das aus China kopiert worden ist, aber die haben das aufgenommen und vertrieben. Wir haben sie dann auf das aufmerksam gemacht, sehr nett, und haben uns dann außergerichtlich geeinigt. Ich glaube, zum Designschutzaufwand Ertrag ist schwierig abzuschätzen. Für mich jedoch keine Frage. Unser USP, unser Hauptmerkmal ist das Design. Und das müssen wir schützen. Wenn wir das Design kreieren und so viel Aufwand in die Kreation stecken und das nachher nicht verteidigen, dann ist es nicht so gut. Ich glaube, das wäre falsch, am falschen Ort gespart. So gibt es, wie gesagt, eine abschreckende Wirkung und ich glaube, die Leute merken das und wissen das mittlerweile.